So. Dürfen wir reingehen? Ja, wir dürfen hier reingehen. Anscheinend. Warum auch immer wir hier reingehen dürfen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Trefft die Vorkehrungen und verdoppelt die Patrouillen. Wenn Paros sie entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Die Beratung ist beendet. Cassandra? Wie? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Ich dachte, du wärst... Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder? Ich begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast Wie hast du... Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag... Ich antworte so gut ich kann. Ja, also... Ich bin auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht, weil das Wiedersehen jetzt doch sehr, sehr plötzlich kam und... was heißt plötzlich kam, aber... Ich weiß nicht, ob man sich auf so ein Treffen wirklich vorbereiten kann, aber... Diese Aussage ist ja schon, wenn nur, dass Alexios lebt und die Mutter wusste sofort Bescheid, wo er ist und etc. Das sagt auf der anderen Seite, er hat sie im Stich gelassen, wenn sie doch sofort wusste, wer ihn haben könnte, wenn er noch lebt. Das scheint sie scheint ja so ein Vorgefühl gehabt zu haben. Und ich verstehe einfach nicht, wenn sie noch so ein Gefühl hatte, wieso sie nicht dem mehr auf den Grund gegangen ist. Also irgendwie, das hätte sie doch rausbekommen. Sie scheint ja schon eine Frau zu sein, die auch sehr viel Kontakt hat, sehr viel weiß, was passiert, die auch sehr selbstbestimmt ist und das finde ich echt ein bisschen traurig, das muss ich zugeben. Auf der anderen Seite, ja, sie hat sich gefreut, Cassandra zu sehen, aber dass man sich irgendwo erstmal in Stillen hingeht, so dann da bleibt, ich weiß es nicht. Also klar, im ersten Moment, aber bevor man weiterspricht, dass man sich dann woanders hingeht, ja, ich weiß nicht. Und was bei Cassandra ist, ich glaube, wichtiger ist, weil die Frage, wer ihr wirklicher Vater sei, weil der graue Wolf ist ja nur ihr Adoptivvater. Ich glaube, die Frage ist ihr erstmal wichtiger, als was mit ihr passiert ist. Deshalb fragen wir erstmal, wer denn der Vater von Cassandra ist. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaos? Du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaos war dein Vater. Er hat dich aufgezogen, bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen?
Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren, doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Vater, Nikolaus. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige, vielleicht ein Dutzend. Malakka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Der Schein Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so weit. Ella, dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre Treue, wenn sich eine Gelegenheit. Das war jetzt auch plötzlich, also irgendwie. Chill doch mal ein bisschen, ich weiß. Ja, lauf mal Leute um. Also das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Einfach mit, ja, jetzt komm kämpfen. Kannst du damit umgehen? Ich meine, ne, das ist ja unser Spartiaten. Und arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr als Naxos schultern konnte. Und jetzt? Achso, natürlich die Soldaten. Ja, machen wir es doch einfach mal, ne? Was sind denn das für billige Soldaten? Weil das Problem ist, wir haben... Den Fall muss ich auch mal, das muss ich auch mal aufleveln. Gehen wir jetzt da runter und kämpfen einfach? Oder soll ich hier schon mal anfangen? Hat sich erübrigt? Das hat nicht funktioniert. Ja, ich hoffe, die kommen jetzt mit runter. Cassandra, du kannst sonst alles. So, Cassandra. Kämpfen die anderen auch mit, anscheinend. Ach komm schon. Wow, ich hätte einen Attentat machen können. Hatte mich so aus dem Auge verloren. So. Oh Gott, das tat ja wirklich weh. Und das war's mit dir. Und tot. So. Tot. Da ist noch ein Soldat anscheinend. Das ist jetzt easy peasy. Attentat und Schild verloren. Alter, du hast mir den einfach mal zer... Der hat mir den einfach abgenommen, was soll das? So, Gefangenen befreien. Stufenaufstieg geschafft. Neue Questen, Nachholbedarf haben wir freigeschaltet. Kümmern wir uns jetzt drum. So, ein bisschen Drachmen plündern. Naja. Genau. Gucken wir jetzt mal ganz kurz, was wir hier bekommen haben. Feines. Wir haben einmal. Der ist gar nicht so schlecht, weil der 4% auf alle hat, aber der ist nur blau. Das heißt, den möchte ich eigentlich gar nicht. Wir haben. Nee. Das lohnt sich alles nicht so wirklich.
Fähigkeiten. So. Was wir festgestellt haben, dass die hier eigentlich... Eigentlich ist das richtig gut. Eigentlich ist die richtig gut, die Fähigkeit. Weil ich wollte ja auch irgendwas anderes noch hochleveln, ne? ...260% Schaden und... Wir machen erst das und dann müssen wir das machen. Boah, wir haben hier so viel hochzuleveln, das ist unglaublich. Das machen wir mal, hepp. Das ist aber auch richtig geil, weil wir dann durch Wände schießen können einfach. So. Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Nikolaos spielte vielleicht meinen Vater, doch er war es nicht. Er wollte mich töten. Was er tat, war falsch, Cassandra. Ich hasste ihn dafür, aber auf seine Art liebte er dich. Das kannst du mir glauben. Was passierte in der Argolis nach jener Nacht? Ich fand deinen Bruder und brachte ihn zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Alexios Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Er hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass er besonders war und haben ihn dem Kult übergeben. Also Cassandra verbindet sehr viel mit Alexios und auch wenn sie eben sagte, es sei zu spät, jahrhundertlich Alexios zurück. Oder wir versuchen es auf jeden Fall. Wir retten ihn vor dem Kult, Martha. Wir holen ihn zurück. Der Kult ist hinterhältig. Was sie einmal haben, lassen sie nicht los. Ich fürchte, es ist zu spät für ihn. Dich habe ich doch auch gefunden. Ich weiß, wir können ihn retten. Gemeinsam. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Wenn sie unsere Familie fürchten, dann werden wir ihnen zeigen, wie recht sie damit haben. Viele wollten sie aufhalten und scheiterten. Wir sind nicht wie die. Wo andere gescheitert sind, werden wir siegen. Ein bisschen komisch, ne, dass du irgendwie gar nicht, also da ist sofort das komplette Vertrauen da und sonst was, also keine Fragen, keine Vorwürfe. Das, also ein bisschen seltsam finde ich das ja schon. Da hätte ich gedacht, geht die Geschichte so ein bisschen tiefer wenigstens rein, weil so alles easy peasy ist ja dann eigentlich doch nicht. Und ich finde auch, dass ja, das hätte man irgendwie widerspiegeln müssen. Aber gut, das ist natürlich, man wollte natürlich auch, dass die Story weitergeht, glaube ich. Ne, wir sind ja auch schon ewig dran und ja. Ich weiß, du hast Sparta verlassen. Aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaos nicht bleiben nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Sparta braucht ich ebenfalls, weil wir haben ja, auch wenn wir so ein bisschen als Söldner und frei sind, sind wir doch eher für Sparta. Das was hat er ist schon mit gemerkt. Sparta? Du weißt, was dort vor sich geht. Es braucht jetzt deine Hilfe, genau wie Naxos zuvor. Ich wollte mehr als einmal nach Hause zurückkehren, doch der Schmerz saß zu tief.
Manchmal ist eben das, was wir tun sollten, am schmerzhaftesten. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Mit mir, nicht auf ihr. Ich will nur mal betonen, weil es bei Cassandra noch nicht so ganz klar ist. Dann wollen wir mal. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja. Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unfall. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Eigentlich hast du ja auch recht, also nur... Vielleicht muss das auch passieren, damit wir überhaupt in die Lage kommen, den Kult zu besiegen. Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Was? Was ist denn jetzt los? Okay. Die haben einen riesen Tempel gebaut. Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Phönix. Naja, ich denke, es gäbe gerade wichtigere Dinge zu besprechen als den Bau dieses Tempels. Aber gut. Was für ein seltsamer Tag das war. Mein Mann und Zettel. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Damit wir den Kult ein für alle Mal vernichten. Wenn es nur so leicht wäre. Du hast Kraft, doch allein erreichen wir nichts. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Mirine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Okay. Quest abgeschlossen. Nachholbedarf. 15.000 EP, knapp. Mehrere Quest angenommen. Gucken wir nochmal drüber. Das
machen wir denn als nächstes? Irene oder? Puh. Sollen wir erstmal den befreien oder erstmal mit Irene sprechen? Wir wollen natürlich erstmal mehr über unsere Mutter erfahren, weil das einfach näher ist. Ich verstehe zwar gerade den Sinn nicht so ganz, aber gut. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Cassandra, pass dich der Stimmung an. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Ich finde das erstmal ein bisschen wichtig, seltsam. Woher ich die Informationen habe. Du solltest mittlerweile wissen, dass ich Befehle nicht blind folge. Du bist sehr mutig, Melin. Dieser Tempel ist dem Gott des Weins geweiht. Dionysos. Das würde Markus gefallen. Soll ich auch Beweise finden? Na, okay. Also irgendwie. Weiß nicht, ich finde es gerade ein bisschen seltsam. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Ach, da wäre die Schlacht, okay. Warum lebt er denn noch? Okay. Bisschen Leder dazu bekommen. Bisschen Holz. So. Höhleneingang. Da sind sie drin. Da sind die Attentäter. Was haben wir da oben noch? Ein Hund. Heiligtum am Berg Zars. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das hier ist. Ich benutze den Falken ja auch eher zu wenig. Okay. Naja. So. Ich guck mir das Heiligtum trotzdem mal kurz an. Ich bin ja neugierig. Okay, hier scheint es aber nichts wirklich zu geben, was spannend ist. Ich weiß nicht, warum mir hier der angezeigt wird als Gegner. Nur der Hund, okay. Ist der Hund im Ah, okay, der Hund ist eingeklemmt. Was ist denn, wenn ich jetzt. Naja. Das am Ende war ein bisschen unnötig, aber egal. Scheiße, ohne mir jetzt Gegner angezeigt wurde.
Aber gut, wir haben hier noch einen wo ist der Aussichtspunkt? Da oben, glaube ich. Sollen wir uns den auch noch holen, den holen wir uns noch eben. Zeus-Überblick. Boah, ich mit einem Schlag erledige jetzt nicht mehr. Sehr seltsam. Wo wir das Orai Chalkos Erz verwenden können. Aber wir synchronisieren den Ort mal. Hi Lefgord. Was war Verschwendung? Schnellreise freigeschaltet, das ist auch schon mal gut, bevor wir jetzt weitergehen.